Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So. Und jetzt, wo ich die Folge aufnehme, gab es ein neues Patch. Mal gucken, ob alles funktioniert, wie es soll. Patch kann noch nicht feststellen, aber man weiß ja nie. Dann haben wir dann erstmal ordentlich was zum Pressen. Was zum Nähen, glaube ja. Nee, Katze. Da haben wir es geschafft, das Mähen. Welche hier vorne beim Schweinestall haben wir abgeparkt. Und dann holen wir den Ballenpressomaten. Jetzt habe ich so endlich das Gölweil-Pack aktiviert. Hatte ich nämlich wirklich reaktiviert, obwohl ich es besitze. Ich habe den Seasons Pass 2, der ist ja automatisch mit drin. Also Seasons Pass 2 der Jahr. Bin eigentlich richtig happy, dass du wieder da ist, die Idee, weil im 19er habe ich sie ehrlich gesagt sehr vermisst. Im 17er war sie ja ein Mod. Und jetzt gibt es komplettes DLC mit Gölweil-Gerätschaften.
Spiegel. Ja, ich habe schon wieder schmale Strecken über. Schade, schade, schade. Stellen wir den mal hier so hin. Da steht er nämlich auch nie im Wege. So, jetzt tappen wir hier rein. Das ist der mit Radreifen, den nehmen wir gleich. Mit Radgewichten. Dann steht er über den Preis vorbeigefahren. Zapfwelle dran, Schlauchung dran. Let's go. Oh ja, schon was gewachsen. Schick, schick. Sieht gut aus. Und gibt Gummi. Das sind so 66 Kilometer. Gut ab. Mit dem Stuhl. Oh, noch gar das Bild ist drin, egal. So, gleich geht's los mit der Presse. Alles so weiß, Schädel alles neu laden. Durch den Patch. Ich muss mir das gut vorstellen. Ich gab ja am Dienstag, wo ich aufnehme, ihr seht das am Donnerstag, spontan ein Patch, den 1.9.1. So.
lockst die Tür auf, weil ich Windzug. Und in die Haustür von die Wohnungstür in der Wohnung ein Fenster auf und da gab es viel Zug. Also die pressen ja eigentlich da. Aus dem Weg. Ach man. Passt irgendwie ihre Geschwindigkeiten ja an. Das ist nicht eine andere Presse. Die scheint nicht so gut zu funktionieren. Ist jetzt eine Ballenpresse hier. Unterzähne. 110.
Ich glaube, nachher müssen wir sie tauschen, die beiden fressen. Irgendwas scheint ja nicht richtig zu funktionieren. Ich schaue schon gleich und wachsen die mit dem Ding. Was ist denn hier? Wandert? Der Fahrzeughändler. Halt mal rüber. Hau das Ding raus. Wenn man kurz einen Schluck trinken. Ja, verkaufen wir die schon mal. Die andere Ballenpresse. Den Pickup. Ne. Zurück, ich brauch die da. Weiß, lass mal. Fällt der eine weg, ne? Die. Oh ja, so, ach dann. So, die verkaufen wir aber jetzt noch, halt aussteigen. Kaufen, jawohl, zack. Wow, falsche Taste. Halb entgleist da. Wenn es mal schnell gehen soll.
So, das lassen wir alles. Minus 0. 8 minus. Okay. Und kaufen. So. Geht's denn hier weiter morgen? Und ich verabschiede mich erstmal heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Yasuo.